Hallo, ich wollte euch heute die neue Catrice Limited Edition. Edition? Limited Edition? Hallo, ich wollte euch heute meine Meinung zu der neuen Limited Edition von Catrice sagen, nämlich die Feathers and Pearls LE. Dazu war Catrice so nett und hat mir dann so ein paar Sachen davon zugeschickt. Nochmal danke dafür. Und ja, fangen wir mit den Sachen an, die ich gerade trage, nämlich die man jetzt so direkt schon sieht, nämlich die Wimpern. Ja, sowas würde ich eigentlich nicht tragen, aber so fürs Video denke ich mal, geht das eigentlich so. Auf jeden Fall sind das eben diese Wimpern, die ich gerade trage, die kommen in so einem, in dieser Verpackung, die ganz hübsch ist, wo dann auch so ein Kleber bei ist, der blau ist. Was mich ein bisschen gewundert hat, aber ja, die Wimpern haben außen noch so ein goldenes Steinchen dran, was ja, mich jetzt nicht weiter stört oder so, aber es fällt halt auf. Also die Wimpern würde ich im Alltag bestimmt nicht tragen, höchstens zu irgendwelchen Anlässen wie, keine Ahnung, Geburtstage, obwohl ich weiß nicht, da wahrscheinlich auch nicht, aber ja, sie sind schon ziemlich auffällig und sie sind auch, also ich finde die sehen hübsch aus, aber da meine Augen so klein sind, sehen die eben nicht ganz so schön aus wie bei jemandem, der eben große Augen hat so und ich finde sie trotzdem schön und ich weiß nicht, so hätte ich mir sie wahrscheinlich nicht gekauft, weil ich bin nicht so der falsche Wimperntyp. Und ich glaube, die haben 3,99 € gekostet. Und ja, aber trotzdem finde ich sie super hübsch. Es ging ganz gut, sie aufzutragen. Klar kann ich, bin ich jetzt so voll der Anfänger darin, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Also ja, ich finde die trotzdem super, super hübsch und ja, finde sie ganz cool. So, dann gab es noch, es gibt 5 Nagellacke in der Limited Edition. Davon habe ich jetzt 2 hier. Einmal den roten C04 Roaring Red und den C02 Golden Twenties. Das sind diese beiden hier. Das ist eben, wie gesagt, wie der Name schon sagt, ein Rotton und eben ein goldener Ton. Davon gab es noch einen schwarzen Ton, einen silbernen und einen pinken. Also den roten hier habe ich gestern Abend schon aufgetragen und der ist matt. Also der ist recht matt. Nicht komplett trocken matt so, aber eben so, ich weiß nicht, so semi-matt würde ich mal sagen. Und ja, finde ich total hübsch. Die letzte Limited Edition hatte auch schon matte Nagellack. Die hatte sich nämlich meine Mama gekauft. Und ja, bei dem Goldenen bin ich mir nicht ganz so sicher, aber ich weiß nicht, das ist eben, der hat so einen Schimmer in sich und das finde ich eigentlich wunderbar. Das ist so schön und ja, da bin ich echt froh drüber, die zu haben, weil es echt schöne Farben sind, so auch für den Herbst und Winter, so finde ich. Und ja, die beiden, also die Nagellacke in der Limited Edition kosten jeweils 2,79 €. Dann noch für die Nägel gab es so Nail Sequins. Das sind so Pailletten, die man eben auf die Na Nägel drauf tun kann. Ich habe hier eben diese goldenen Teile und ja, normalerweise benutze ich sowas nicht, aber ab und zu so auf dem Ringfinger noch als Akzentnagel, würde ich mal sagen, an die Spitze oder an den Anfang, würde ich das eigentlich ganz cool finden. So, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich selber hätte mir die nicht gekauft. Entschuldigung. Aber ja, weil ich einfach zu faul dafür bin, die aufzutragen. So, aber ich finde das eigentlich voll süß so. Und die Verpackung ist auch wunderschön wieder. Also Catrice hat da echt einiges geleistet, würde ich mal sagen, weil die Verpackungen echt hübsch sind. Das ist die Farbe C01. Davon gibt es nämlich noch eine schwarze Version. Also wer eher so auf, ich würde mal sagen, unauffälliger als das hier steht. Und eben auch so düster, würde ich. Düster, ja, okay, schwarz, ne? Wer mehr darauf steht, da würde ich mir dann den schwarzen eben kaufen. Aber ich persönlich bin eigentlich zu faul dafür, aber ausprobieren werde ich sie auf jeden Fall. Und die kosten jeweils 2,99 €. Ich bin jetzt gerade ein bisschen durcheinander, weil ich eben mit Augen angefangen habe und dann mit Nägeln weitergemacht habe. Aber kommen wir zurück zu Augen. Da gab es noch einen Lash Eye Sparkling Gel. Das ist so ein Gel, das tragt ihr euch zum Beispiel hier unten auf den Wimpernkranz oder eben auf den Eyeliner drauf, so als Akzent, weil das eben so silbern glitzert. Und ja, ich bin nicht so der Typ dafür, deswegen kann ich damit eigentlich nicht so wirklich was anfangen. Also werde ich das wahrscheinlich an eine Freundin oder so weitergeben. Und ja, aber ich weiß nicht, weil ich einfach nicht der Typ so dafür bin, weil ja, keine Ahnung, ich mag es eher matt am Auge oder schimmernd, aber eben nicht so glitzernd, würde ich mal sagen. Aber ich weiß nicht, bei anderen sieht es immer wunderschön aus, finde ich. Aber an mir sieht es einfach so gewollt und nicht gekonnt, sage ich mal, aus. Und ja, deswegen, ich weiß nicht. Vor allem,
weil ich eben auch diese Mini-Falte hier habe. Deswegen sieht das dann immer ganz komisch aus, wenn da drüber eben so eine Glitzerschicht ist. Und ja. Aber an sich finde ich den ganz süß. Obwohl, für den Alltag finde ich das nicht so, aber generell die LE jetzt nicht so alltagsgeeignet ist, sag ich mal, weil, keine Ahnung, die Sachen eben so mehr glamourös sind, würde ich sagen. Und ja, aber ich weiß nicht. Wer sowas mag, sollte sich das auf jeden Fall mal angucken, weil der sich schon, obwohl, hier, ich habe es auf dem Handrücken aufgetragen, jetzt hat es sich schon überall verteilt, aber ja, ich weiß nicht. Ich werde auf jeden Fall an eine Freundin weitergeben, wahrscheinlich. So, kommen wir zu Lippenstiften. Davon trage ich gerade auch einen. Das ist nämlich der rote. Der ist 10&3 Josephine Joy. Das sind, die nennen sich Roaring Lip Colors. Das ist eben so ein Rot. Den blende ich euch aber wahrscheinlich noch ein mit dem anderen. Trage ich gerade, die trocknen matt. Wieder nicht komplett so trocken matt, sondern eben wieder semi-matt. Und ja, das finde ich im Moment total schön und das ist ja im Moment auch so ein Trend und ja, keine Ahnung. Und also das hier ist auf jeden Fall der dunklere Rotton. Es gab noch einen helleren Rotton, der nennt sich Roaring Red und das ist die 10.02. Dann habe ich hier noch die 10.01, das ist Charleston's Fame. Das ist so ein Pink, der trocknet auch matt. Ich finde die Farben wunderschön, zwar eben, ich würde sie überhaupt nicht für die Schule tragen, weil es eben schon, obwohl, ich weiß nicht, den roten vielleicht noch, also aufgetupft, also die lassen sich auch wunderbar auftragen, was mich echt gewundert hat, weil bei so matten Lippenstiften hat man ja meistens so das Problem, dass die sich eben nicht so gleichmäßig auftragen lassen und eben fleckig werden, aber das war bei dem hier überhaupt nicht so. Nur an den Rändern muss ich halt nochmal mit Concealer außen drüber gehen, weil das bei so, ich weiß nicht, so roten Farben bei mir normal so ist. Aber sonst hat mich echt gewundert, dass man die so gut auftragen konnte. Aber ich mag die Verpackung vor allem total. Ich weiß nicht, Catrice ist, glaube ich, so in der Drogerie mittlerweile schon so, ja, meine Lieblingsmarke, würde ich sagen. Obwohl, ich weiß nicht. Doch, ich habe die meisten Sachen von Catrice. So, das war's mit der LE, also den Sachen, die ich bekommen habe. Da gab es noch so Skin Pearls. Ach ja, die Lippenstifte haben jeweils 3,99 € gekostet. Auf jeden Fall gab es dann noch Skin Pearls. Das war eben so ein Pack. Da waren halt so, ich weiß nicht, Strasssteinchen drin. Die hat aber so oval, sage ich mal, waren, die man sich dann ins Gesicht kleben konnte, irgendwo hin. Und die kosten 3,49 €. Die würde ich mir aber wahrscheinlich nicht kaufen, weil ich, weiß nicht, ich klebe mir nicht so gerne irgendwelche Steinchen ins Gesicht. Aber ja, vielleicht für Halloween oder Karneval oder so. Aber so würde ich das, glaube ich, nie tragen. Würde ich nie tragen. Dann gab es noch eine Eye-Palette, heißt eine Lidschattenpalette. Da gab es die Farben Weiß, so einen bräunlichen Beige. Also es war, glaube ich, so ein... Ja, das ist so ein bräunlicher Beige-Ton. Dann gab es noch so ein helles Silbergrau, dann ein dunkleres Grau, ein Schwarz und ein komplett dunkles, dunkel-schwarz-blau, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob ich werde mir die Palette auf jeden Fall mal angucken, aber ich weiß nicht, ich bin im Moment ein bisschen knapp bei Kasse so, weil ich eben schon ein paar teurere Geschenke kaufen möchte, werde. Vor allem, weil meine Mama und eine gute Freundin von mir es bald Geburtstag haben und dann Weihnachten ist nächsten Monat und ich eben kein Geld scheißen kann. Aber ja, wenn ich sie extrem super, mega, hyper toll finde, werde ich sie mir wahrscheinlich doch kaufen. Aber ich weiß nicht, ich brauche sie eigentlich nicht, obwohl die Verpackung wieder natürlich wunderschön ist. Aber ja, wer sich für die Palette interessiert, die gibt es im DM zwischen November und Dezember und die kostet 5 €. Dann gab es noch ein Clear Brow Fixing Pen, das heißt so ein, es gibt ja diese Brow Gels und dann gibt es eben noch diese Wachse und das ist wahrscheinlich so ein Wachs in so einer Pinselform. Die kann man so rausdrehen, das sieht auf dem Bild auf jeden Fall so aus. Der kostet 2,79 € und ja, dazu weiß ich nicht, wie der ob der die Augenbrauen eben so hält, wie sie sein sollen, aber... Ja, ich weiß nicht, den brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, weil ich das mit mir eigentlich so... Ich habe meine Augenbrauen an sich nicht, deswegen wird so ein Stift auch nicht gerade besser machen, denke ich mal. Aber ja, wer sowas eben braucht und dazu eine wunderschöne Verpackung haben möchte, der kauft sich den im DM für 2,79 €. Und ja, das war's mit
meiner Meinung, die ich zu diesen Produkten aus der Limited Edition habe. Und ja, ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Und ja, nochmal danke an Catrice dafür, dass sie mir es zugeschickt und zur Verfügung gestellt haben. Ja, das war's mit meinem Video. Und ach ja, was ich noch sagen wollte. Google Plus. Seit YouTube eben, seit vorgestern oder so, kann ich keine Kommentare mehr beantworten. Warum auch immer. Keine Ahnung, Google Plus ist ja jetzt mit YouTube vernetzt so. Also diese haben, Google hat irgendwie YouTube gekauft oder sowas. Keine Ahnung, was da passiert ist. Auf jeden Fall kann ich keine Kommentare mehr beantworten. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe mein YouTube, meinen Kanal mit meinem Google Plus Konto vernetzt. Und eigentlich müsste es ja dann gehen. Aber sogar kein anderer Mensch kann, also kann die Kommentare unter meinen Videos beantworten. Also wenn ihr dazu eine Lösung habt, bitte, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich möchte nämlich auf eure Kommentare antworten. Ich meine, hallo, ne? Und bei anderen ist das eben nicht so. Das finde ich doof. Also Kommentare kann ich schreiben, aber ich kann keine beantworten unter meinen Videos. Wenn ihr dazu eine Lösung habt, dann sagt es mir auf jeden Fall und sagt mir auf jeden Fall Bescheid, weil ich brauche eine Lösung dafür. Das kann ja nicht sein, oder? Und ja, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe, ihr konntet irgendwie, hattet irgendwie, keine Ahnung, Hilfe bei eurer Entscheidung zum Kauf dieser Produkte. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.